Zirkusdirektor Birger Koch tourt mit seinem Zelt das ganze Jahr durch den deutschsprachigen Raum. Er und seine Assistenten machen Zirkusprojekte mit Schulen oder Ferienlager, so wie hier in Einarten. Sie stellen Material und eine erste Anleitung für die Trainer vor Ort. Wir fangen an mit ganz einfachem Ausprobieren am ersten Tag, versuchen die Kinder alles zu erforschen, was wir mit haben. Dann entscheiden die sich für ihren Workshop, für das, was sie dann tatsächlich trainieren wollen. Und dann fangen wir an mit denen zu trainieren, von ersten Grundlagen bis zu komplizierteren Tricks. Und wie man hier im Hintergrund sieht, auch schon zum Beispiel auf dem Rollerbrett 3 Etagen hoch. Das ist schon richtig klasse für den zweiten Tag. Das ist mein zweites Mal, wo ich jetzt hier bin. Das hat mir das letzte Jahr auch ganz gut gefallen, aber ja, man lernt hier viele Sachen und kommen auch manchmal neue Sachen dazu, aber ich finde es schön hier. Ich war letztes Jahr schon mal hier und ich finde, hier kann man viel lernen und hier hat man viel Spaß. Unterstützt wird das Team vom Zirkus Soluna durch die ehrenamtlichen Jugendleiter der Jugendheime Raren, Einarten und Hauset. Einfach ist, weil Kinder einfach ein natürliches Interesse mitbringen, sich auf neue Erfahrungen einzulassen. Und das ist eine ganz tolle Motivation. Und die nutzen wir einfach, um die zu Geräten zu bringen oder beziehungsweise mit Sachen vertraut zu machen, die sie vielleicht normalerweise nicht ausprobieren würden. Also so eine meterhohe Laufkugel, da traut man sich im ersten Augenblick nicht dran. Aber wenn ein guter Trainer dabei ist, der einem über die Hürde hinweg hilft und sagt, klar, du schaffst das. Und man merkt, okay, so habe ich das unter Kontrolle, dann ist man natürlich ein Riesenschritt weiter. Einen Tag vorher bekommen die Jugendlichen eine Schulung in Zirkuspädagogik und lernen, eine eigene Gruppe zu betreuen. Die haben uns verschiedene Sachen gezeigt, zum Beispiel, was haben wir gemacht? Mit den Flowersticks haben wir was gemacht, jonglieren und Pyramiden bauen mit Menschen und so. Und dann haben wir das halt den Kindern am ersten Tag hier ein bisschen gezeigt, damit sie wissen, was in etwas hier so gibt. Natürlich sind es keine Profis, aber ich glaube, darum geht es auch nicht, eine perfekte Show am Ende dahin zu bringen. Alles, was punkto Sicherheit war, ist für uns natürlich prioritär, da auf die ganzen Sachen auch hinzuweisen. Alles andere kommt von selber. Also ich glaube, das ist auch so ein gegenseitiges Lernen. Wir haben Kinder hier, die in Tonvereinen sehr engagiert sind, wo die ehrenamtlichen Jugendleiter oder selbst auch wir was von den Kindern lernen. Also von daher denke ich, ist das so ein tolles Miteinander. So erlebt im Zirkus Soluna jeder Artist seine kleinen und großen Erfolge. Das stärkt das Selbstbewusstsein und den Teamgeist der Teilnehmer, macht aber vor allem jede Menge Spaß. Dafür spricht auch, dass das Zirkusprojekt in diesem Jahr schon zum zweiten Mal ausgebucht ist. Die Faszination liegt ganz einfach darin, dass es auch in einem richtigen Zirkuszelt ist. Also es ist wirklich richtig, richtig seriös. Die Kinder arbeiten auf eine große Abschlussshow hin. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir stärkenorientiert arbeiten. Also es gibt keine Verlierer, es gibt nur Gewinner. Und die Kinder können sich im Prinzip aussuchen, welche Sachen ihnen liegen, welche Disziplinen sie erlernen möchten. Und ich glaube, das ist das Erfolgskonzept, ja. Am Freitagabend beginnt dann für die rund 60 kleinen Artisten die Vorstellung. Knapp 250 Zuschauer können sich dann auf Feuerschlucker, Akrobaten, Zauberer und viele weitere Künstler freuen.